Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hanks dritter Episode in seinem zweiten Leben. Ihr habt nichts verpasst. Ich bewege mich jetzt gerade vom Weißen Haus durch die feindverseuchten Straßen Manhattans zum Jefferson Trade Center, um dort den nächsten Einsatz zu absolvieren. Wir sind immer noch mit der AK unterwegs und dem MK17. Und als erste Fertigkeit haben wir bis jetzt immer noch das Geschütz ausgerüstet. Zur Auswahl der zweiten Fertigkeit werden wir noch demnächst kommen. Ich warte noch ein paar Stimmen von euch ab. Viele haben sich schon an der, nicht Abstimmung, aber eben an den, ja, in der Kommentarfunktion mit Vorschlägen beteiligt. Vielen, vielen Dank dafür und ich habe mir auch alles durchgelesen und wir werden das da auch in aller Breite diskutieren. So, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass natürlich viele Sachen, die im Endgame vorhanden sind, hier in der Anfangsstory noch nicht vorhanden sind. Normalerweise wäre jetzt gerade kurz hinter uns da ja auch schon ein Boss gewesen und hier ist meistens dann irgendwie so eine Befrei-die-Geisel-Geschichte. Aber das ist alles noch nicht aktuell. Vielleicht ist es auch besser so. Man vergisst immer leicht, dass man ja nur mit einem Leben unterwegs ist in diesem Hardcore-Modus. Ja, Freunde, ich hoffe, dass es euch gut geht. Vielen, vielen Dank auch für die vielen Kommentare und ja, auch positiven Feedbacks, die ich in den letzten Tagen und Wochen auf meine Videos bekommen habe. Das hilft mir sehr und macht auch sehr, sehr viel Spaß dann, umso mehr quasi neuen Content zu erstellen. Es wird ein bisschen mehr Content geben jetzt in der nächsten Zeit, denn in meinem Hauptjob ist es ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht gehe ich sogar wieder auf Teilzeit zurück und habe dann ein bisschen mehr Zeit für den Kanal. Es wird auch wieder vermehrt Livestreams geben. Und da freue ich mich dann auch ganz besonders drauf, mit euch zusammen verschiedene Abenteuer in der virtuellen Welt zu durchleben. So, wir sammeln jetzt allerdings natürlich noch XP und alles, was so an Loot am Wegesrand liegt. Ich weiß gerade gar nicht, welche Stufe wir haben. Aber weit sind wir noch nicht. Ich glaube, wir sind jetzt Level 3 oder so. So, die nächste Horde Hyenas. Einfach mal draufgehalten. Viel hilft viel. Ansonsten, ja, The Division, zu dem Thema gibt es ja nicht. Was ist mit ihr eingefroren? Ne, gerade erst gespawnt, keine Ahnung. Gibt es ja auch nicht mehr viel Neues zu sagen. Letzte Infos waren ja der neue Content im Februar. Da warten wir ja alle drauf. Beziehungsweise einige. Und schauen wir mal, ob das was wird. Oder ob das wieder in die Kategorie, ich habe es ja gleich gewusst, einzureihen ist. Dann Heartland war ja auch jetzt irgendwie kürzlich was. Ich habe es nur am Rande bei Nothing But Skills mitbekommen, aber auch nicht so, dass es mich wirklich interessiert hätte. Es ist sehr, sehr ruhig geworden. Auch die ja, State of the Games gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Meine persönliche Meinung ist, da kommt nicht mehr allzu viel entgegen den ganzen Beteuerungen der Devs und so. Da wird, glaube ich, nicht mehr allzu viel kommen. Zumal sie ja schon wieder irgendwie angeblich an einem neuen Ghost Recon arbeiten. Wobei da muss ich sagen, Ghost Recon hat sich für mich komplett ins Off geschossen mit der letzten Version. Das Wildlands fand ich noch einigermaßen akzeptabel, wobei das auch schon nicht mehr so das klassische Ghost Recon war, aber das, wie heißt das, Breakpoint, Breaking Point, ich weiß es schon gar nicht mehr, war mir dann auch schon wieder zu. Ich weiß auch nicht, zu überladen, zu casual, irgendwie. Da sieht man, dass Ubisoft irgendwie alle Games irgendwie gleich machen will. Zumindest kommt mir das so vor. Und davon bin ich natürlich absolut kein Freund. Ich finde, dass jedes Game seinen eigenen Charakter haben sollte. Also Division Games sollten Division Games bleiben und Ghost Recon sollte eben Ghost Recon bleiben und so weiter. Ja, also, weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber ich finde tatsächlich, dass gerade bei The Division, Division ist natürlich so ein Herzensding von mir seit dem ersten Teil. Für mich hat The Division eine ganz, ganz eigene Story, eine eigene Seele quasi. Und mit dem zweiten Teil haben sie das schon ein bisschen aufgeweicht, fand ich. Und sollte es jemals einen dritten Teil geben, da habe ich die schwere Befürchtung, dass das auch wieder so ein, ja,
so ein austauschbarer Bausatz ist, wo irgendwie alles gleich ist, man nur den Namen dann austauscht. Da müssen wir dann mal gucken. Aber ich habe momentan noch ein anderes Projekt, bei dem ich ziemlich aktiv bin. Was heißt Projekt? Ein Game. Ich zocke ja ziemlich viele Games gleichzeitig, simultan quasi. Und ich bin jetzt tatsächlich bei Outriders gelandet. Die hatten vor 2 Wochen, glaube ich, einen neuen Patch. Und New Horizon hieß der, glaube ich. Und ich hatte am Anfang, als Outriders rauskam, mal reingeschaut, beziehungsweise auch Streams von dem guten Kollegen Exit angeschaut. An der Stelle Gruß an Exit. Falls du das siehst, wir vermissen dich. Wo bist du, mein Freund? Wobei der wahrscheinlich gerade auf Twitch aktiv ist. Ich schaue ja, bin ja auf Twitch eigentlich fast gar nicht vertreten. Und wie auch immer, Gruß an dich, Exit. Und bei ihm hatte ich damals die Anfänge von Outriders angeschaut und da war ich nicht so überzeugt davon. Und jetzt habe ich das Spiel gesponsert gekriegt. An der Stelle einen Dank an Dead After Dawn, der hat mir das Game gesponsert. Und ja, da bin ich dann eines Besseren belehrt worden. Also ich finde, Outriders ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Spiel geworden. Und da wird es jetzt auch demnächst natürlich Content von mir auf dem Kanal auch noch geben. In Jefferson Trade Center, wir sind angekommen. Stufe 3, das Ganze. Last radio contact with Espinosa came from a parking garage close to the Shade Node. Isaac has the location. Fand ich eigentlich einen der interessanteren Einsätze. Der hat mir eigentlich immer relativ viel Spaß gemacht. Ich habe ihn nicht oft gespielt, also es ist kein Einsatz, den man zum Farmen dann im Endgame immer mal wieder benutzt. Da gibt es ja so Einsätze, wo man, ja, wenn es dann um irgendwas geht, wirklich over and over und immer wieder farmt, weil sie einfach schnell gehen und eine hohe Drop-Chance haben. Aber da gehört der Jefferson Trade Center nicht dazu. Ja, also so oft spielt man den im Endgame eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz, ich finde vom Layout und von der ja, Story, die dahinter steckt mit der entführten Agentin, gut gemacht. Das muss man dann auch mal sagen. Wobei hier jetzt natürlich im Story-Mode quasi oder im Schwierigkeitsgrad Story ist da natürlich weitaus weniger los als dann später. Wobei ich kann mich erinnern, dass irgendein Exotik könnte hier am Ende droppen, also dann später im Endgame. Und deswegen hatte ich dann doch mal eine Zeit lang das Ding sehr häufig gespielt. Ich weiß bloß nicht mehr, war das die Nemesis, die hier dann am Ende gedroppt ist? Ich weiß es echt nicht mehr. So viele Sachen vergisst man dann einfach auch. Aber das Internet bzw. die Community vergisst nie was. Jemand wird es mir in den Kommentaren dann schreiben. Ich weiß, dass am Ende bei dieser Scharfschützen-Endgegnerin war irgendwas mal. Da ist mir dann auch irgendwas gedroppt. Eine Schrotflinte? Ich weiß es nicht mehr. Schreibt mir in die Kommentare, Leute. Helft einem Früh-Dementen Ü40 auf die Sprünge. Das ist auch einer der besten Funksprüche hier in dem ganzen Game. Ja, sie kommen rein und so, ja, dann bringen sie alle um. Es ist die Division. Ja, und? Hin und her, voll so, der eine voll Panik, die Division kommt. Ja, vom Wetter her im Real Life, also zumindest bei uns, ist es jetzt auf alle Fälle mehr Division 1 mäßig. Und ja, da werden dann die Survival-Runden wieder mehr Spaß machen. Das Jahr neigt sich auch schon wieder fast dem Ende entgegen. Was heißt fast? In 4 Wochen ist schon wieder fast Silvester. Beziehungsweise lass mich mal gucken, ich produziere das ja hier vor. Dieses Video kommt am 29. Ja, dann haben wir fast 4 Wochen. Auch hier springe ich immer hoch, weil im Endgame ist hier eine Kiste oder war hier zumindest mal eine Kiste. Aber die ist im Story-Mode anscheinend noch nicht da. Hier fehlen uns jetzt natürlich die Seeker Mines. Die Seeker Mines sind für so Situationen natürlich ideal. Also die hätte ich jetzt da hinten reingeworfen und dann wäre die Tante mit ihrem ferngesteuerten
Bombenauto da auch sofort ausgeschaltet. Wobei die Drohne würde hier natürlich auch einiges an Schaden anrichten. Das ist jetzt natürlich dann auch die Frage, wenn es darum geht, was für eine Fertigkeit wir in den zweiten Slot legen. Gehen wir mehr auf offensive Fertigkeiten oder machen wir mehr einen auf defensiv? Okay. Es gab ja schon... So, jetzt haben wir das auch gehört, dass das Netzwerk absichtlich quasi runtergefahren wurde. Was wollte ich sagen? Ja, es gab ja auch einige Vorschläge bezüglich des Drohnenstocks, dem Wiederbeleber half und so. Da bin ich ein bisschen skeptisch so. Also ich habe den ein paar Mal ausprobiert und das ist jetzt nicht so mein Ding gewesen. Müssen wir mal gucken. Der Drohnenstock, der Stecher, ist an sich eine feine Sache. Muss man natürlich auch wieder auf Elektronikbild gehen. Und was da natürlich eine feine Sache wäre, wären die Handschuhe. Die Black Task Handschuhe, die Datenhandschuhe. Weil die natürlich einen immensen Effekt auf den Cooldown vom Drohnenstock haben. Aber gut, die Datenhandschuhe, die... Wenn wir mit dem Hank so weit kommen, dass wir die Datenhandschuhe dann schon gedroppt kriegen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und bis dahin müssen wir schauen, dass wir unseren guten Charakter am Leben halten. Die Explosion. Das ist auch sowas hier hinten mit dem... Da sieht man sehr gut, dass man dann auch diese Feuerlösch- oder Gasleitung quasi die Umgebung mit integrieren kann bei Division. Die Umgebungskills quasi. Bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, ich müsste auch mal gucken, was für Herausforderungen ich noch bei Division 2 zu erledigen habe. Da habe ich mich eigentlich fast überhaupt nicht drum gekümmert, das lief so nebenher. Aber da sind sicherlich noch einige zu erfüllen. Ich bin nämlich, eigentlich bin ich einer, ein so ein Gamer, der das gern alles auf 100% hat, aber... Gerade in puncto PvP ist da natürlich dann bei mir eh Schluss mit den Herausforderungen erfüllen. Das fand ich hier beim ersten Mal so episch, wie die Server alle wieder hochfahren. Subsystems operational. That was the last step to getting Isaac fully restored locally. But we have a ways to go before we can celebrate. And a missing agent to locate. Continue your sweep of the complex. Hostile radio intercepted. Also von den... Vom Ambiente, also vom Grafischen her, die ganzen Locations und so, da kann man einfach nicht anders als zu sagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Im zweiten Teil. Nein. Wir werden weitermachen und natürlich versuchen, den Agenten lebend zu retten. Ja, also Effekte, Grafik, Locations, das ganze ja, Immersion-mäßige, sage ich jetzt mal, finde ich wirklich sehr gut gelungen. Fand ich schon immer gut gelungen. Ob es im ersten Teil war oder jetzt hier im zweiten. Beim zweiten stört mich halt, dass so viele Loose Ends, also so offene Enden da sind, die irgendwie ins Nichts führen. Ne? Also ich habe vorhin gerade erst über diese, über die Hunter nachgedacht im zweiten Teil. Okay, wir haben die verschiedenen Hunter-Missionen, um die Masken zu erbeuten. Das ist alles schön und gut und cool. Aber mir fehlen einfach die Hunter, die irgendwie so eine Rolle spielen. Ne? Also im ersten Teil war ja auch nicht richtig wirklich klar, woher die Hunter kommen. Und da hätte man jetzt im zweiten Teil die Gelegenheit nutzen können, das ein bisschen mehr auszuführen, ein bisschen mehr zu klären und die auch ein bisschen mehr zu involvieren. Ne? Also es gibt ja eine Mission relativ am Anfang, da werden wir jetzt wahrscheinlich dann auch bald hinkommen, wo dann plötzlich so ein Hunter auftaucht.
Und das war wirklich gut gemacht oder ist gut gemacht. Also da ist mir dann beim ersten Mal dann wirklich ein Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich mir gedacht habe, jawohl, jetzt sind sie wieder da, die Hunter. Ne? Also, und danach tauchen sie, abgesehen von den Maskenmissionen, nur noch ganz kurz mal auf, wenn sie irgendwo oben über die Dachrinne linsen, um einen zu beobachten, und dann macht's puff, und dann sind sie wieder weg. Das ist mir einfach zu wenig. Ich hätte mir da echt gewünscht, dass die vielleicht nicht allzu häufig, das ist, von der Seltenheit her ist ja alles okay, soll ja auch was Besonderes sein, aber sie hätten trotzdem ein bisschen mehr aktiver sein können in dem Ganzen und eine Rolle spielen, und vor allem hätte dann irgendwie auch eine Story erklärt werden können, weil eine richtige Story gibt es in dem Game ja nicht, sagen wir mal ehrlich, ne? Also da komme ich jetzt wieder zu Outriders kurz. Wer Outriders gespielt hat, der kennt die Story, und ich finde, die Story ist eine der besten Game-Stories, die ich seit langem gezockt habe. Also da war es dann wirklich so, erstens mal, dass ich mir die Cutscenes wirklich angeschaut habe, weil es mich interessiert hat, wie die Dialoge sind, was da gesagt wird, und die ganze Story am Ende dann tatsächlich auch Sinn ergibt und dann abgeschlossen ist. Also das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hier war ich jetzt auch gerade kurz verwirrt und wollte das Geschütz vor die Tür stellen da, weil im Endgame kommen nämlich aus der Tür noch eine ganze Horde raus. So, jetzt müssen wir das Auto erwischen. Wenn wir das Auto gleich erwischen, dann ist da Sense. Zack, da ist es. Ja. Die Achillesferse der RC Operators. Schauen wir mal, hier müsste ja so eine Hyänakiste stehen, aber ich glaube, wir haben noch gar keine Schlüssel, oder? Nein, haben wir noch nicht. Naja, macht jetzt auch nichts, weil in der Stufe droppt da jetzt auch nichts Spektakuläres. Wir setzen unseren Weg einfach fort. Ja, wir werden konzentriert bleiben, kämpfen uns jetzt hier weiter durch die Kantine. Oder was das auch immer hier ist oder war. Food Court, ja, das müsste die Kantine sein, ne? American Grill. American Grill. So ein richtiger Hamburger wäre mal wieder eine gescheite Sache. Ich habe 1995, jetzt kommen wieder die Geschichten aus der Vergangenheit, bei alten Menschen immer. Tauchen immer wieder die alten Geschichten auf. Ich bin nicht so alt, dass ich euch jetzt mit Geschichten vom Krieg langweile, aber bei American Grill oder Burgern fällt mir immer wieder ein, wie ich 95 in Holland gewohnt habe. Und da habe ich außerhalb von Amsterdam gewohnt, in einer kleinen Ortschaft, ich hätte fast Kaff gesagt, aber in einer kleinen Ortschaft namens Purmerend. Und da gab es einen American Diner. So einen richtigen American Diner, den hatte ich in Deutschland vorher noch nie gesehen. Und zwar hieß der Caddy's. Und das Coole war, der sah von außen aus wie so ein, wie heißen diese amerikanischen Wohnwagen? Streamliner, Silverliner, ich weiß es schon gar nicht mehr. Die haben so einen speziellen Namen. Und so sah der aus, halt in riesig. Und innen drin war alles wirklich auf 60s, so die Bedienungen auf Rollschuhen und so, das war richtig, richtig cool. Und bei denen gab es so göttliche Burger. Wobei damals war das natürlich auch so, dass es genauso, früher die Schokoriegel und die Süßigkeiten hin und her, die haben natürlich früher viel besser geschmeckt. Weil damals natürlich gab es noch nicht so viele Vorschriften, was Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker und das ganze Zeug betrifft. Deswegen will ich auch gar nicht wissen, was in den Burger, in dem Fleisch drin war, aber es war auf alle Fälle gigantisch. Da war ich dann auch so, ja, so einmal im Monat. Ich bin dann lieber zu dem Burgerladen gegangen als zu McDonald's oder zum Burger King. So, jetzt haben wir alle Namen schleichwerbungstechnisch auch noch genannt. Und ja, da war ich 21 damals. Voller Ideale. So, jetzt suchen wir mal irgendwo. Hier müsste eigentlich eine Kiste sein. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die auf der Stufe nicht da ist. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch Quatsch, hier die Kisten in dem niedrigen Level zu looten, weil was soll da schon großartig rauskommen? Ja, so ist es. Ah, doch, da ist die Kiste. Ja, Stufe 3 Holster, klar.
Dann gab's, fällt mir gerade ein, Fragen. Ein Kommentar unter dem letzten Video, ob man denn beim Hardcore-Modus keinen Zugriff auf die Kiste hat. Man hat Zugriff auf die Kiste, aber man kann nichts rausholen. Beziehungsweise man hat eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, keinen Zugriff auf die Sachen, die man mit dem normalen Charakter quasi sich schon gelootet hat. Sonst wäre es ja auch ein bisschen einfach, ne? Könnte ich mir hier gleich mal eine rote exotische Knarre rausholen und dann hier mit den ganzen Honks hier den Boden aufwischen. Das geht also nicht. So. Jetzt haben sie natürlich unseren Agenten getötet, alles klar. Das heißt für uns natürlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir nehmen keine Gefangenen und werden jetzt hier erstmal aufräumen. So, nochmal schnell eine Splittergranate reingeworfen. Wenn wir sie schon dabei haben, dann benutzen wir sie auch. Das ist der einzige Gegner da auf 12 Uhr oben, der mich hier an der Stelle immer saumäßig nervt, weil der echt schwierig zu treffen ist. Ja, ich weiß mit dem Sniper Rifle, aber wir haben noch gar keinen Scope, glaube ich, freigeschaltet. Das heißt, ohne Scope ist das auch relativ schwierig. Okay. Es hat funktioniert. Geschütz aufsammeln. Sinnvollstes Feature, was sie je nachträglich eingefügt haben in Division 2, ist das Aufheben von dem Geschütz. Muss ich mal aufpassen, wenn ich den ersten Teil spiele. Weil dann komme ich dann immer durcheinander. Aber ich komme sowieso immer durcheinander, wenn ich verschiedene Spiele spiele. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es dann auch mit dem, welche Taste war jetzt was. Und ja. Normalerweise müsste ich dann jedes Mal, wenn ich wieder ein anderes Spiel anfange, mich erstmal die ersten 5 Minuten irgendwo mit der Steuerung vertraut machen, bevor ich mich ins Getümmel stürze. Ja, und da hinten ist die Scharfschütze. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man sich auf die Typen vorne konzentriert, dann kann die einem ganz schön einschenken. Coyote heißt die junge Dame. Aber ja, die macht uns keine Schwierigkeiten. Jetzt kehren wir hier noch aus und dann ist gut. Look, there was nothing you could have done for Espinosa. That fucking hyena was toying with us. I hope she suffered a bit before you finished her off. Anyway, thanks to you, we're an important step closer to getting the Shade Network back to full strength. You did good. I'll see you around. So, jetzt schauen wir uns noch das erbeutete Videomaterial an. Und in der nächsten Episode werden wir uns dann um die Auswahl der zweiten Fertigkeit kümmern. Bis dahin könnt ihr ja gerne noch in die Kommentare posten, was ihr denn sehen wollt. Und mit diesen Helmkamera-Aufzeichnungen lasse ich euch jetzt auch wieder allein. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Viel Spaß beim Zocken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, einem meiner nächsten Livestreams. Bis dahin, euer Ü40. Rigor!